Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. In der letzten Folge haben wir Diamanten gefunden. Tada! Und haben uns ein Diamantschwert und eine Diamantspitzhacke gemacht. Ein Buch. Und jetzt gehen wir wieder runter. Wo ist? Da. Jetzt gehen wir wieder runter in die Höhle. Und, und bauen Obsidian ab. Denn Obsidian können wir nur mit der Diamantspitzhacke abbauen. Und, Genau, und Und dann können wir uns ein Zaubertischlein machen. Ein Zaubertischen. So, ich weiß nicht, wo genau die ganzen Leute hin sind. Aber Geronimo! Nice. Ich weiß nicht, ob ich, hier sind noch ganz viele Monster, glaube ich, vom letzten Mal. Aber ich glaube, die sind, ich weiß nicht, nee, die können nicht all die Spawn sein. Es ist ja keine Helligkeit hier unten. Also, wir werden wahrscheinlich gleich von Monstern überrannt werden. Alles gut. Okay, mit, ohne Shader ist es deutlich besser. Weil hier sehe ich wenigstens ohne Shader viel mehr. So, dann fangen wir mal an. Ein bisschen Obsidian abbauen. Ich glaube, das dauert 32 Sekunden pro Block. Pro Block. Und wir brauchen davon... Mist. Okay, wie mache ich das, ohne dass mir alles kaputt geht? Ich weiß es nicht. Ich werde mal... Oh, Alter, wie schnell man abbaut. Das ist unfassbar. Leute, es ist unfassbar. Habe ich schon gesagt, dass es unfassbar ist? Ist einfach unfassbar, oder? Ja, hier können wir abbauen, ohne dass es in die Lava fällt. Okay, es dauert nicht 30 Sekunden, es dauert aber irgendwie 12 oder so. Ich glaube, es dauert 12. Ice Bucket Challenge! Und jetzt können wir gleich, wenn wir 4 davon haben... Ne, wir brauchen 3. Wir brauchen 3 Obsidian, dann können wir einen Zaubertisch machen. Und mit dem Zaubertisch können wir Sachen von uns verwünschen. Und mit dem Zaubertisch können wir auf jeden Fall auch einen Bogen verwünschen. Und, also verwünschen, verzaubern, enchanten. Und beim Bogen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir Infinity kriegen. Und das ist ziemlich wahrscheinlich bei einem Bogen, glaube ich, das als Auswahlmöglichkeit zu bekommen. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, es ist ziemlich wahrscheinlich. Insofern freut es mich. Weil jedes Mal Bücher zu craften und zu hoffen, dass man irgendeine gute Verzauberung dafür, darauf kommt. Und dann sowas wie Fluch des Verschwindens drauf zu kriegen, das ist halt... immer unangenehm. Warte mal, ich mache mir kurz das Ganze voll. Zu mir nicht. Zack, 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 zack. Bumm, bing. Okay, jetzt kann ich nämlich einfach S und W gedrückt halten und hoch. Oder auch nicht. Jetzt! Das ist das, was ich meine. Das meine ich doch. Und jetzt werden wir einen Zaubertisch machen. Ich hoffe, ich habe das Rezept von dem Zaubertisch noch richtig im Kopf. Aber ich glaube, du brauchst 2 Diamanten. Die links und rechts über 3 Obsidianblöcken und in der Mitte einen Buch stehen. Und dann hast du einen Zaubertisch. Und dann brauchen wir Lapis, aber Lapis haben wir in der letzten Folge auch gefunden. Genau, das habe ich noch vergessen zu sagen. Wir haben Lapis und Redstone gefunden. Und ich glaube, ich werde auch als erstes mal gucken, was ich auf dem Bogen kriege. Weil, wenn ich auf den Bogen direkt Verteidigung kriege, unglaublich gut. Nehme ich sofort. Also direkten Bogenverteidigung, instant. So. Dann machen wir zack. Und zack und bum bum. Und das war das Falsche. Ist es dann so? Ja, okay, wir brauchen doch 4 Obsidian. Gut, dass ich 4 Obsidian mitgenommen habe. Und zack. Jetzt ist doch... Wer brennt da nachts? Ne, tagsüber, am helllichten Tag. Skelett, hör auf. Ruhestörung. Verbrenn. Hallo. Nice. Da ist ein Pfeil. Den Pfeil können wir brauchen, weil, was ich gerade ansprechen wollte, ist, für den Enderdrachen-Fight ist es sehr von Vorteil, wenn man einen Unendlich-Bogen hat. Denn mit dem Unendlich-Bogen muss man nie wieder nachladen, ne? Das ist ja auch das Geile. Also schauen wir mal, was wir auf dem Bogen bekommen. Machen wir uns mal einen Bogen. Wir brauchen Fäden, Sticks haben wir. Ich mache uns aber nochmal ein paar mehr Sticks. Zack. Boom. 18 Sticks. Dann machen wir uns einen Bogen. Das ist ein... Ich mache einfach Scheiße. So, bumm, zack. Ein Bogen, fertig. Ich mache noch einen, falls ich noch was Gutes drauf bekomme. Zack. Weil ich glaube, unendlich ist... Ist unendlich eine hochlevelige Verzauberung oder ist das eine ziemlich Standardverzauberung? Das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist eine relativ standardmäßige Verzauberung. So. Lapis haben wir. Ja, dann lass uns mal verzaubern. Hallo, werter Zauberbuch. Werter Zaubertisch. Was kriegen wir? Stärke 1. Das ist okay. Ich brauche aber Bücher. Bücherregal.
Ja, ich brauche definitiv Bücherregale. Dafür wäre es natürlich gut, wenn wir eine, wie heißt es nochmal, ein Stronghold finden. Erstens, weil wir da auch natürlich den Ender Dragon besiegen können und zweitens, weil wir halt auch extrem viel Bücher dort bekommen. Und ich die nicht jedes Mal wieder herstellen muss. Aber schauen wir doch mal, was wir noch bekommen. Ich krieg nur Kacke. Ich krieg nur Kacke. Stärke 1 und Stärke 1. Toll. Das können wir kombinieren. Dann müssen wir uns jetzt aber noch einen Amboss machen. Habe ich so viel Eisen? Ich glaube nicht. Ich glaube definitiv nicht. Wir haben 14 Eisen. Und ich glaube, das ist alles Eisen, was wir haben. Für einen Amboss brauchen wir 27. Wir brauchen 30 für einen Amboss. 30 Eisen. 30, Leute. So viel haben wir nicht. Ne, so viel habe ich nicht. Ja, dann muss ich nochmal runter. 2000 Jahre später. Okay, nicer Bug da oben. Nein, was mache ich denn? Schnibbeldi-hui. Was? Ich wusste es. Ich habe dich doch richtig gehört. Komm her. Oh Gott. Okay. Jetzt kämpfen die gegeneinander. Lol, kämpft. Ja. Kämpft. Lappen. So, wieder oben angekommen. Können wir diesmal jetzt das Eisen direkt in den Schmelzofen tun. Ist aber auch gar nicht lang. Halbieren wir nämlich, dann geht's noch schneller. Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Zack, zack. Können wir den Flint in die Truhe machen. Flint, Kies, Andesit, Bruchstein. Alles jude Zeug. Und dann haben wir sogar noch einen Amboss, Leute. Ein Amboss. Da bin ich nicht nur der Boss, sondern habe auch noch einen Amboss. Badum. Ich halte die Fresse. Oh, wir haben Weizen. Warte mal. Wir können den Weizen ernten. Okay, ich raste erstmal mit der Tür aus. Und wir können noch ein bisschen Zuckerrohr von da drüben nehmen und hier auch anpflanzen. So. Falls wir noch Weizensamen sind. Ja, wir müssen noch Weizensamen sein. Wo sind die Weizensamen? Da sind die Weizenkörner. Zack, 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 zack. Ich bin ein guter Mama fürs Beet. Ich mach euch alle hier wieder rein, damit ihr wieder schön wachsen und gedeihen könnt. Ja. Ja, das ist gut. Viel Eiweiß, wenig Fett. Das ist richtig nett. Schnaggeli, waggeli, bugeli, bugeli, bumbidi, bumbidi, so, der Rest, ich habe keine Hake, deswegen kann ich das jetzt nicht machen. Passt schon irgendwie. Zack, zack. Ein bisschen Eisen. Eisen. Bum, bam. Jetzt machen wir einen Eisenblock. Beziehungsweise, nein, wir machen drei Eisenblöcke, genau die wir brauchen. Zack. Und piep, boop, boop, boop. Bam. Einen Amboss. Zack. Und jetzt können wir die beiden Bogenstärke zusammen machen. Und haben einen Bogen Stärke 2. Und jetzt können wir jetzt rein theoretisch noch umbenennen, aber dann kostet es halt eins mehr. Ich mach das nicht. Ich nenne ihn einfach Bogen. So. Zack. Ein Bogen Stärke 2, aber leider noch. Oh doch, wir haben Pfeile. Ist mir gar nicht aufgefallen. Aber leider noch ohne jeden anderen Effekt. Dann schauen wir nochmal. Ja, ich crafte aber noch einen. Habe ich nicht noch einen? Doch, ich habe noch einen, aber der ist kaputt. Nee, Leute, ich crafte schon einen neuen. Ich crafte schon einen neuen Stück, Rocky Pocky Bum. Und macht nochmal und zack und zack und Haltbarkeit. Okay, Haltbarkeit können wir auch gut gebrauchen. Ja, dann mache ich das noch mal, dann mache ich Haltbarkeit auf den Bogen und Stärke. Und dann kostet es halt unfassbar viel Level, den zu enchanten mit Unendlichkeit dann am Ende. Aber come on, ich hab's ja dann. Ist das Haltbarkeit bitte? Es ist Stärke. Nee. Ah doch, man muss es jetzt verzaubern, stimmt, das ist ja das Problem an dem Ding. Man muss es dann verzaubern, weil wenn man nochmal einen Bogen reinlegt, es ändert sich nichts. Ich muss jetzt so lange verzaubern, bis nochmal Haltbarkeit 1 kommt. Bogen. Wir haben wieder nur Stärke. Okay, dann können wir halt einen Stärke 2 Bogen machen. Nochmal eine, können wir, kann ich auch die beiden, dann ist es Haltbarkeit. Ah, ich weiß nicht, ob ich das mache. Nee, ich mach's nicht. Ein Stärke, noch ein Stärke, Stärke 2, ein Stärke 2, ein Stärke 2, Stärke 3. Jetzt kann ich Stärke 3 mit Haltbarkeit 1 verbinden, aber dafür habe ich zu wenig Erfahrungspunkte. So, mal Stärke 3 Bogen. In der nächsten Folge können wir rein theoretisch gucken, wo ein Stronghold ist, damit wir Bücher kriegen. Und wenn wir ein Stronghold gefunden haben, dann haben wir auch gleichzeitig den Zugang zum
Enderportal. Also, bis zur nächsten Folge und tschüss.